Sound muted. So. Es ist mal wieder Zeit, es ist mal wieder Langstrecke. Es sind 24 Stunden, die anstehen und das Team vertraut mir. Ich fahre gleich die Quali. Das geht gleich auch moderiert weiter. Ich muss jetzt nochmal kurz ins zweite Team rein und dann nochmal gratulieren. Da ist gerade das Quali zu Ende gegangen. Und dann geht es hier gleich los. Nicht wundern, wenn es nochmal einen Moment stumm ist. Ich bin gleich da. So, und nicht erschrecken. Bit kommt gleich auch. Der Server ist nur noch nicht da. Der kommt erst um 20.35 Uhr. Heißt, wir haben noch ziemlich... Ja, genau kann ich jetzt nicht sagen. Also so in etwa noch 5 Minuten Zeit. Ja, was geht? Keine Ahnung. Erstmal steht jetzt die Qualifikation für das 24-Stunden-Rennen an, was morgen um 15 Uhr beginnt. Und dann bis Sonntag 15 Uhr geht. Der Audi geht gut hier. Wir haben wirklich ein gutes Setup gefunden. Rein mal von den Zeiten her, um direkt mal Tacheles zu reden. Das mache ich nämlich noch nicht. Ich weiß ja nicht, wer hier eventuell noch reinguckt und so weiter.
Ich weiß nur, was gehen kann. Und es ist so, im Quali-Modus kommen 15 Leute erstmal gleich weiter. Heißt, wir fahren 25 Minuten Quali. Wenn wir unter den Top 15 sind, dann gibt es später nochmal ein Shootout. Das heißt einfach, dass jeder nochmal eine Runde bekommt. Und dann danach die Startreihenfolge festgelegt wird. Tendenziell erhoffe ich mir wieder eine Top-10-Platzierung. Zeitenmäßig, wenn wir Shootout erreichen, werde ich auch noch nennen, wo wir hinkommen könnten. Aber ich will da jetzt nicht unnötig Druck aufbauen. Na genau, Niklas wird... Quali-Server ist schon da, sehe ich gerade. Dann können wir ja ruhig schon mal joinen. Niklas wird so ein bisschen im Hintergrund mit dabei sein. Ich habe ihm mal einen Quali-Plan gegeben, dass er mal so ein Auge auf die Zeiten hat, damit wir wissen, wann es knapp wird, wann wir noch wie viele Runden schaffen können. Ich bin minimal aufgeregt oder habe eher Respekt davor, dass es nicht funktioniert. Stimmt. Ich mach mal das Bild an. Und ich habe mir auch extra einen neuen Startdings, neue Startszene gepackt. Das ist das, was ihr jetzt seht. Aber ihr seht jetzt nochmal kurz meinen anderen Screen. Und zwar den, nicht jetzt geht's gleich los, sondern den Pause-Screen. Geht gleich weiter nach dem Motto, ich muss den, muss das Setup laden. Und dann haben wir 19 Liter gleich erstmal. Das kann ich ja ruhig preisgeben. Unser Plan ist Outlap, drei schnelle, Inlap und dann gucken wir mal, wie viel Zeit noch übrig ist. Oh, Moment, ich muss Niklas einmal entmuten. Ihr habt jetzt Niklas gehört und mich nicht. Was hast du gesagt? Ja, Server da, Setup geladen, ich warte auf Abfahrt. Gut. Ja, ich weiß gar nicht. Ich glaube, mehr muss ich zu dem Ding gar nicht mehr sagen. Genau. Ach, Moment. Bevor ich das vergesse, machen wir jetzt wieder die Szene an. Machen wir einmal Ton an, damit man schon mal den Audi hört. Vielleicht zwei, drei Worte noch zur Strecke. Schlüsse 10 wird es im Mittelsektor geben. Auf der Gerade ist der Audi eine Macht. Das haben wir gestern auch nochmal im Training festgestellt. Wird schwer genug, den Audi zu überholen. Mittelsektor oder Anfang Mittelsektor, Lecompte, No Name, Touron. Das werden so drei Stellen, die gerade im Shootout hinten raus auch sehr von Bedeutung sein werden. Und zu guter Letzt die Busstop-Schikane. Da kann es dann auch gerne mal eine halbe Sekunde langsamer werden. Dann, was man noch sagen muss, ich fahre jetzt nicht raus, keine Sorge, aber ich will euch einmal schnell noch eher die Stint zeigen. Der hat wieder top Arbeit geleistet, auch wenn er selbst mit der Front nicht ganz so einverstanden war. Jetzt muss ich nur gucken, genau, das ist er, der Skin, mit dem wir gleich unterwegs sein werden. Ihm gefällt die Front nicht ganz so, ich finde, mega geile Front. Und dann, wenn man einmal rumguckt, ups, ist gar nicht so einfach, wenn man im Rig sitzt, aber gerade die Tastatur zu weit weg hat. Ja, genau. Das ist der Skin. Drücken wir einmal F1, damit der passt. Dann wieder rein ins Rig. Nochmal raus aus dem Auto. Die Litters sind drin. Ach, Moment, ich brauche da wieder gar nicht abdecken. Ich kann ja einfach auf den Tank drücken. Aber so lasse ich das jetzt stehen. So, knapp 30 Sekunden noch, geht also pünktlich los. Und dann schauen wir mal, was das gibt. Ab in den Fokus. Für die einen ist es nur im Kreisfahren, für die anderen dann doch, die live mit drin sitzen, was ganz Besonderes. Muss also zusehen, dass ich nicht ganz so im Verkehr drin bin. Deswegen tendenziell würde ich eher sagen... Viel Erfolg. Dankeschön. Oh, ich muss mich einmal entmuten. Microphone activated. Ich warte einen Moment, ne? Ich fahre jetzt nicht sofort mit Brechstange raus. Jo.
Weil das könnte voll werden, glaube ich. Weißt du, wie viele drauf sind? Ja, das können wir doch nachgucken, glaube ich, irgendwo. 20! Wobei, gibt Q ist noch nicht drauf. Okay. Dankeschön. Ich habe extra nochmal den zweiten Bildschirm ein bisschen nach rechts geschoben, damit ich den Chat im Bedarfsfall nachher mitverfolgen kann, wenn ich mal in der Box bin. Aber sonst ist natürlich der Fokus. Ja, brauchst du nicht. Also, ich mute mich jetzt auch nicht mehr. Jo. Ja, genau, so 20 sind auch alle drauf jetzt. Bin immer gespannt, wie sehr die anderen. Wobei ein TVK, zwei TVK sind da drunter, sind 18. Oh, also kommen wieder drei Stück nicht weiter. Okay. Ja, dann geht der, glaube ich, sogar von der Fülle. Ja, also erstmal ein bisschen warm schießen und Shootout, das wird das Highlight des Abends. Jo. Genau, wie erwartet. Lassen fahren. Dann habe ich Boxenausfahrt Outlap eingetragen, 24. 25. Also sofort. Ja, ich fahre jetzt auch los. Ja, da ist ja schon eine Lücke. Ah. Mach mal Licht an, das kann man sehen. Achso, im Stream wird man wahrscheinlich mein Schalten hören. Weil das Mikro leider direkt neben dem Lenker fängt. Ich hätte ja eigentlich nur eine Rundenvorstellung in der Outlap machen können, aber wir übertragen jetzt mal lieber nicht. Hab dich jetzt gerade nicht verstanden, was hast du gesagt? Ich rede mit meinem Stream, hör da rein. Achso. Ich hab gesagt, ich hätte ja noch eine Rundenvorstellung machen können. Wann geht laut Zettel die erste Runde los, die erste gezeitete? 22 Minuten. 22? Ja, super easy. Oh, die parken da. Oh Leute, ist das euer Ernst? Es ist nur...
Richtung. Ich werde, glaube ich, gleich noch ein bisschen Luft nach vorne lassen müssen. Und dann gucken wir gleich mal, wie die nächste Runde wird, sonst komme ich eine Runde eher rein. Okay. Weil die kommen sich zwei da vorne ins Gehege. Ich hoffe ja, dass einer von denen gleich in die Box abbiegt. Dann nehme ich nochmal Schwung und dann nochmal ab dafür. Box. Das sind aber zu viele Unnöte gerade. Das ist eigentlich mal die beste Gelegenheit, darauf bleiben, hier zu gehen, ne? Ja. Tank 16. 16, ja. Wann raus? 14 steht. Ja, ich muss sowieso an die Box, die beiden, auch wenn die noch weit weg sind, irgendwie, meh. Da ist noch genug Luft im Köcher tatsächlich. Also, ich würde fast behaupten, 3-4 Zehntel liegen da easy. Allein der Mega-Quersteher in Nameless hat richtig Zeit gekostet. Jo. Das hätte ich nicht gekriegt. Achte aufs Tempolimit. Naja, ich bin schon in der Box drin. Okay. Boah, man muss sich mal da oben die Zeiten angucken, wie eng das zusammen ist. Wenn ich das richtig sehe, fehlen jetzt ja alles von P4 bis uns. 40.000 sind. Ja. Alles ist um die 6 Zehntel Rückstand im Moment. Wobei P2 auch 4 Zehntel Rückstand auf 1 hat. Also, da bewegt sich alles innerhalb von 2 Zehnteln da. Zurück zur Box. Ja, ist okay. Tank. Was haben wir gesagt? 16. Okay, ich habe jetzt ein bisschen weniger verbraucht. Jetzt gibt keine Streckenkarte. Ich fahre einfach mal raus. BMW fährt an die Boxen. Da hinten ist der nächste und von hinten kommt erstmal keiner. Also. Dann nimm den Spot, ja. Perfekt. 25 Sekunden vorher raus. Mhm.
jetzt wird angegast. Jetzt wird nochmal eine vernünftige Runde ein bisschen sicherer gefahren und dann ab dafür. Das war mir auch schon insgesamt zu langsam Richtung Busstopp, was sie da veranstaltet haben. Ich weiß nicht, ob das so sein muss. Nochmal einer in die Staugezone vor mir eins. Aktuell sind wir ziemlich safe im Shootout drin. Da muss schon viel passieren, dass wir es nicht haben. Also. Ich bin auch keine rechts angefahren, aber. Ich muss hier mehr bremsen, mehr bremsen, mehr bremsen. Da kann ich eher ans Gras, dann ist es gut.
bleiben trotzdem bei Plan B, auch wenn ich jetzt abgesoffen bin im Kies. Zeitplan müsste gut sein. Jo, passt alles. Weil dann komme ich ein bisschen in den Rhythmus rein, einfach noch. Ja. Und ich glaube kaum, dass wir jetzt noch aus dem Shootout rausfliegen. Nee, war eine richtig starke Runde, richtig gut gemacht. Dann nutze ich jetzt einfach mal die Zeit, um noch ein bisschen warm zu werden. Jo. So, aktuell P2. 3. Gleich nochmal genauso raus. Dann haben wir gleich nochmal zwei Fliegende. Könnte man noch ein bisschen ausprobieren und ein bisschen ans Risiko. Genau. Müssen wir mal gucken auf den Spot, ob du wirklich dann so knapp rausfährst, wie es Plan B vorsieht. Nein, oder ob man da ein paar mehr machen. Ich fahr raus, sobald ich. Vielleicht 20 Sekunden eher. Wenn das Auto nicht bewegt, bleiben die Reifen bei der richtigen Temperatur oder sobald man auf der Strecke ist, kühlen die aus? Die kühlen aus, sobald du deinen Boxenplatz verlässt. Okay. Aber guck mal, da liegt immer noch ein bisschen Zeit tatsächlich. Mhm. Wir sind ja auch aktuell bester Audi. Okay, jo. Und P3 ist ja jetzt nicht so schlecht. Nicht zu sagen, dass ich sogar sehr zufrieden bin im Moment. Auch wenn ich mir nicht vorstellen kann, dass alle bisher volle Leistung nehmen. Gambling garantiert mal welche. Mhm. Ein Q-Team ist zum Beispiel auch nur siebter. Für wann ist die Boxenausfahrt vorgesehen? Der Boxenausfahrt ab 4:40. Oh, das ist dann der sehr knappe Plan. Oh, da müssen wir aber wirklich richtig reinklotzen. Schon knapp bemessen. Hätte ich doch die Runde eher noch in die Box gemusst. Zurück zur Box. Am besten schnellstmöglich raus und auf der Strecke dann gucken, wie die Platzierung ist und da gegebenenfalls noch justieren. Ja, sieht aber gut aus. Ich habe zwei Partner vorne. Okay. Und von hinten kommt VRL und wir sind auf Platz 4. Auch bei einer Zeit von 2:20 bemessen. Ich lasse am Ende der Runde Luft. Ich hänge mich da jetzt erstmal dran. Jo, ist nicht verkehrt. Aber 2:20 habe ich halt auf die Outlap gerechnet, aber die Outlap fängt ja erst irgendwo bei 30 Sekunden an. Mhm. Also sollte das so wirklich noch gut passen. Und jetzt, also es geht halt für uns jetzt sicher um so viel. Das heißt, wir können ein bisschen experimentieren. Genau. Und tschüss, Story. Gut, also vorbei
Abstand lassen, brauchst du jetzt nicht mehr? Ne. Ich will direkt in die schnelle Runde reinfahren. Ja, und easy. Ich hab jetzt noch 40 Sekunden. Gibt nochmal zwei Runden. Okay, so genau. Ich weiß nicht, Lassurs sitzt man nicht. Close call. Here we go! Wollen wir ein bisschen Werbung machen hier, oder? Thank you.
Scrolling. Uff. Sehr geil. BE2. Nice. Und guck den Abstand nach hinten an. Wir müssen das erstmal zufahren. Ja, von hinten kommt da nichts mehr. Boah. Die meisten sind über die Linie. Der letzte, der noch fährt, sind P10 und 12 und 17. Ja, sind also safe auf P2 im Shootout. Nice. Wir fahren demnach nice. Auch relativ weit am Schluss des Shootouts. Nice. Boah. Die letzten beiden Runden, die waren wichtig fürs Selbstvertrauen. Die waren richtig on point. Mhm. Klar, ich hätte jetzt bremsen können. Aber was bringt's denn? Man kann die ruhig ein bisschen nervös machen und anders die Sache angehen. Ist zwar noch nicht ganz PB, aber es war ja auch ein bisschen mehr Sprit am Auto. Jo. Ja. Also du hast jetzt erstmal Zeit zum Entspannen, wir sind die Vorletzten, die gleich fahren werden. Ja. Dann komme ich gleich zu euch rüber. Jo. Jetzt muss ich nur überlegen, was ich mit dem Stream so lange mache, ob ich den so lange ausmache. Weil den jetzt für eine Stunde... Eh mit auf dem Server gleich. Kannst du ein bisschen nebenbei auf den Autos rumhüpfen. Ja, eigentlich schon, ne? Mhm. Geht ja gleich los. Also, Stream bleibt an. Aber Stream bekommt eine Pause. Ich komme mal einmal zu euch rüber. So, Stream, nicht erschrecken. In 8 Minuten geht's weiter. In 7. Ups, hab ich den? Doch, hab ich. Also, 7 Minuten um 21.15 Uhr gibt's dann gleich wieder Live-Bild mit den einzelnen Runden aller, bis wir dann dran sind.
So streamen, nicht erschrecken. Jetzt gibt's Live-Bild von dem Shootout. Okay. Danke, Leon. Aber jetzt muss ich das auch erstmal ins Shootout bringen. Microphone activated. So. Wer fährt denn da jetzt? Ja, die Lichtverhältnisse sehen jetzt von mir aber ein bisschen komisch aus. Ja, das sieht ein bisschen anders aus. Das soll mich nicht stören. Hauptsache ich sehe meine Bremspunkte an, ne? Will ich gleich mal drauf achten. Da man ja keine Bremspunkte auf dem Boden hat, sollte das ja gehen. Ja. Das klang nicht überzeugend. Ich krieg das schon hin. Naja. Habe ich ja oft schon geschafft. Nachrichten brauche ich erstmal nicht beachten, dauert ein bisschen das Befahren. Microphone muted. Microphone activated. 1. Fährst du dich doch noch warm? Es ist VR2 GT. Super. Ach. Ich bin jetzt exklusive Zuschauer auf dem Server. Gut. Krass, ich bin der Vollgas, ich bin der Vollgas.
Hat einer auch den richtigen Stream offen gehabt? Ja. Waren wir im Bild? Ja. Nice. Aber sie haben es nicht mitbekommen, dass du noch P2 geworden bist. Ja. Ich habe eigentlich nur darauf gewartet, dass die da aber vielleicht noch drauf eingehen, aber. Ja. Dieses Glück haben sie uns nicht bereitet. Ja, wir kriegen ja gleich nochmal eine Runde, das muss reichen. Hey, ich vermute, wir sehen 15. 15? Nein, glaube ich nicht. Glaube ich nicht, ich halt dagegen. Oder sagen wir mal so, ich hoffe nicht. Weil dann werden wir durchgereist. Wie denn? Du fährst doch jetzt auch eine 15. Nee. Du hast doch jetzt auch nur gesandt. Das sieht so komisch aus im Feuer 2 GT, wie die da so durchfahren. Das war aber ein bisschen weit draußen. Also wenn ich so fahre, kriege ich einen Cut. Bin mir relativ sicher. Gucken wir mal, ob das ein Cut war. Also ich habe da bisher nichts gesehen, was merkwürdig war. Ja. Oder meinst du hier? 24,490. Ich habe vom letzten Shootout gelernt, dass ich die Klappe halten muss. Okay. Nee, in der Blanche immer. Mhm. Das war denke ich schon mal drauf. Microphone activated. Oh ja. Microphone activated. Wir sagten gerade nichts so schlimmer als eine ungültige Runde im Shootout. Kann ich bestätigen. Das kann richtig nach hinten gehen. Boah, bist du weit vor mir. Muss mal vorspulen. Oh, sorry. Ach, die hat sie eine ungültige Runde gefahren. Jetzt ist das Internet gut, jetzt ist der Render vorweg. Wer weiß schon, auf welchem Platz wir gleich starten. Vorletzter. Ja. Hallo? Also ich werde die Runde schon gültig lassen. Ach so. Ja. Ach, das meintest du. Weil du jetzt rausfährst dann. Ja, P1. Nein. P1 und ich werde dann Hendrik morgen noch instruieren, wie er dafür sorgt, dass wir von hinten starten. Solange Max keine keine in der aus wie heißt das Einführungsrunde drauf fährt. Was tut man ja auch nicht, das tun ja nur Amateure. Ja. Oder Leute mit einer schwachen Blase.
Gas, ich sehe das Live-Bild. Achso. Ich weiß nicht, wo du jetzt das Geweihte gesehen hattest. In Brüssel, oder was? Ja, ja gut. Jetzt VR2 GT, ich hab's vergessen. Wenn dir das im GT3 passiert, dann bist du eine Sekunde langsamer. Ja. In No Man, oder was? Ja, Brüssel No Name. Also wenn du da so durchfährst, so wie er gerade... Dann bist du auch im VR2 GT. Das ist auch eine Sekunde langsamer. Ja, ich denke, Brüssel war schon noch in Ordnung. Echt? Welches ist Brüssel? Das ist die lange 180 Grad rechts, die weg konnte. Ja. Weil er die so doppelt gefahren, also mit so einem weiten Bogen gefahren ist. Ja. Die fahre ich im GT3 auch so. Ja. Bei mir ist immer ganz abhängig davon, wie ich die kriege. Aber ich kann auch in beider Linie. Ja, es geht beides. Ich sehe gerade, ich habe einen Fehler in meiner Reifenlage-Video. Da steht VR24H statt VRL24H. Ja, damit bist du, denke ich, disqualifiziert. Ja. Da war auch keiner drauf. Also in deinem Stream-Titel ist es richtig. Das ist gut. Hm? Oh, auch nicht klar, ne? Eigentlich nur bei mir die Qualität von dem Livestream. Wollte ich gerade sagen, ist nur bei mir die Qualität so schlecht? Wie von dem offiziellen. Microphone muted. Geht eigentlich. Es ist super pixelig und. Ja. Ja, doch. Die Schriften gehen, aber das Bild selber ist sehr pixelig. Ja, genau. Ja. Da musste ich jetzt bei mir erst groß machen, ich hätte da zu klein. Oh, Falls Racing wird schon 2 starten. Echt? Ja, und der. Jetzt hat er die Pole Position. Na klar. Er haut jetzt eine 21er. Der könnte schneller sein. Ja. Locker. Dann macht er ganz entspannt und fährt nur eine 22,8. Ja. Nebenbei noch eine Dose aufgemacht mit einem Dosenöffner. Aber mit so einem Oldschool-Dosen. Er fährt nur mit einer Hand. Ja. Wer fährt nur mit einer Hand? Komm mal. Achso. Macht gerade eine Dose auf der Geraden. Und jetzt trinkt er die. Deswegen jetzt auch der kurze Pendler nach. Ich glaube, den musst du haben im Lotus. Ja. Das bringt Zeit im Lotus. Durch das Rudern, da kommt mehr Energie ins Auto. Nix, deine Theorie ist jetzt live aufgenommen worden, die lassen wir jetzt mal von der Uni prüfen. Ach, also, du bist live, schwierig ist halt, wie kommt, kann da jetzt eigentlich so im Nachgang mehr Energie ins Auto kommen? Weil eigentlich ist doch alle Energie schon drin, im Moment, wo du losfährst. Das ist mir zu viel Physik gerade. Wäre jetzt auch ein Thema für Carsten. Mhm. Aber meiner Meinung nach ist ja sämtliche Energie schon drin. Möchtest du wirklich was dazu sagen? Ich möchte nur nicht dämlich sein. Nee, natürlich, also wo soll denn die Energie sonst herkommen? Weiß ich nicht. Vielleicht vom Wind. Ja. In diesen Segel aufspannen. Deswegen sind die so schnell. Rückenwind! Ja, Rückenwind! Im Bett lag einfach. Ich dachte, das wäre ein Grafikfehler, als ich hinter denen herfuhr. So, was machen wir? Nix. Schaffen sie? Lippermann. Boah, knapp. Eine Sekunde. Entschuldigung. Ja. Wir haben ja nichts anderes erwartet. Boah, knapp. Eine Sekunde schneller. War das jetzt? Boah, knapp eine Sekunde schneller? Da fehlen 21.000ste. Maaah. Diese Sekunde.
Keine 22er Zeit ist echt schlecht. Ja. Sag ich mal, Dose. Hätten sie mal nicht die Dose aufgemacht. Diese können alle in den Kopf gehabt. Eine Minute Pause. Ich frag mich echt so ein bisschen, warum sie in dieser Klasse fahren. Wippermann. Ja. Warum auch nicht? Naja, weil sie ja keine Herausforderung. Also es war ja nicht damit zu rechnen, dass das eine Herausforderung sein würde. Außer dass sie halt sauber ihr Rennen durchfahren. Und dass sie vielleicht mal den einen oder anderen GT3 überrunden. Vielleicht, damit sie mal alle Rennen gewinnen. Und irgendwas schaffen, was bisher noch nicht geschafft wurde. Vielleicht haben sie auch einfach Spaß an der langsameren Klasse. Nice. Ich wollte schon sagen, die 113 ist noch nicht wieder da. Ja, was bleibt ja dabei, dass. Dann fahren sie halt für sich. Ja. So, jetzt kommen die Standardgegner. Ich hab schon zum Nick heute gesagt, wenn ich im Shootout eine 16-4 fahre oder 16-5, wäre das ganz gut. Und dass der Louis Rothaus dann noch schreibt, das sah alles nicht so gut aus von Kevin. Keine Linie so richtig getroffen. Autsch. Naja, hat recht. Ist Piff-Puff nicht gut, danach schon. Er war halt irgendwie 16 hinter seiner besten Zeit. Ja. Das muss doch bei dem Auto so. Also wenn ich mit dem Audi dann den zweiten Gang benutze, dann komme ich nicht raus. Spannende Getriebe übersetzen. Viele Sponsoren in den Elben auf dem Auto hat, ne? Was? Bitte die Kamera wechseln, aber dafür müsste ich auch fahren. Nee, alles gut. Also jetzt dürft ihr nicht den Chat lesen. Was? Ihr dürft nicht den Chat lesen. So wegen Louis? Ja. Okay.
gerade recht. Ich weiß nicht, wie die das machen. Ich auch nicht. Aber die machen es halt. Deswegen sind wir so schnell geschieden. Ah, jetzt so. Kommt ein Audi. Ein Audi? Jetzt kommt mal was. Nicht was ein Markenkonkurrent. Das war jetzt die erste, ne? Hm? Das war jetzt erst die erste Runde. Ja. GT3 ist. Dauert noch ein bisschen. Ja, eine halbe Stunde ungefähr, bis du dran bist. Boah. Sagt ihr als Zuschauer, ich sag Brr als Fahrer. Das ist der Scheiß so lange. Aber das hab ich ja selber produziert. Ja. Ich hätte ja auch einfach 15. werden können. Ja, eben. Ja. Einfach ein bisschen Sandbacken. Und dann eine Reihe aushauen. Ist vielleicht auch echt die schlauere Variante, ne? Weil du dann eingefahren bist und dann fahren kannst. Soll ich bei mir AC anmachen, Max, dass du noch mal ein paar Runden drehen? Dann nicht. Ich glaube, ich würde mich da jetzt so zu sehr rein versteifen. Okay. Die Runde, die sitzt gleich oder sie sitzt nicht, ganz einfach. Mhm. Die Welt wird schon nicht untergehen. Was tut sie? Ich erwarte nicht, dass ich Zweiter bleibe. Ich auch nicht. Ich will den ersten sehen. Genau. Der Moment, der muss aber dann direkt hier an den Sponsor geschickt werden. Ja. Hier, guck. Das haben auch. Wir geschafft. Wieso ist da gar kein Sponsor drauf? Auf Vertrag erst 30.08. stand. Hm? Ja. Hier, das ist unsere Werbung. Lustig wäre ja, dass, dass die Trainingszeit zu kurz eingestellt ist. Und so die letzten beiden gar nicht mehr fahren können. Ach, das ist jetzt ein Free Practice? Ja, ja. Warum ist das denn so? Warum machen die nicht ein Qualifying? Da kommt direkt der nächste Audi. Was sind da los? Die langsameren von denen. Oho. Team Bravo. Oh, das hat sich aber böse im Getriebe angehört. Man hört sich bei dir auch manchmal echt komisch an. Da muss das aber so. Weißt du, bei dir? Und dann ist auch. Ich sehe es noch nicht. Ja, dann wisst ihr wenigstens, worauf ihr achten müsst. Das soll nur die Spannung heben, bevor wir dann vergewicht und was. Ich hab nichts gesehen. Also ganz optimal war es nicht in der Rouge, glaube ich. Nein. Und der hat auch viel zu spät in den 4. geschaltet und in den 6. Und das Getriebe ist länger, weil hier bin ich schon im Begrenzer. Vor Busse. Ja, kenne ich zu gut. Das ist gut. Und tschüss. Mann, Max. Ja, ich juck mich jetzt. Und die Runde ist durch. Das wird definitiv ein Cut sein. Ja. Okay, schon mal. Schon mal nicht letzt sein, schon darauf. Wenn Max deine Runde jetzt auch rundgültig macht. Aber. Also ich habe es bisher nicht geschafft im Shootout, also in den ganzen Trainingsversuchen eine 17 zu fahren. Also irgendwie war ich immer im 16er Bereich. Okay.
mein Flatter zu Ende. Jetzt oben über die Kuppe drüber, jetzt. Okay. Wir fallen gerade in den Nuru. Ja. Boah. Jetzt auf die Kuppe. Ja. Okay. Also muss ich immer so 6-7 Sekunden warten. Wenn wir dann nachher eine Endposition haben, muss ich ein bisschen warten. So ein Timer. Nach 6 Sekunden. Aber fängt er dann wo hast du. Guckst du offiziell oder machst du Screen? Ich gucke Max. Okay. Und offiziell. Die sind bei mir eigentlich zeitgleich. Ich hab die gar nicht nebeneinander auf. Ja. Die sind bei mir nicht zeitgleich. Also da ist bei mir zwischen 4 Sekunden. Okay. 1, 2, 2,5 bis 3 Sekunden sind bei mir Unterschied. Und das ist doch nicht ganz zeitgleich. So ein bisschen vorspulen. Wuchon war nicht perfekt. Der Double kann nur stehen, nachdem wir die jetzt nennen wollen. Ja, jetzt bin ich glaube ich bei so einer Sekunde oder so. Bei mir ist jetzt genau zeitgleich. Ah, Michael, ernst Twitch-Chat. Und trotz 2 Streams, die laufen, ist Max Ping auf 8. Ach, ist das schön. Und ich streame ja auch selber, ne? Ja. Na gut, das ist ja. Aber ja, auch 30 Mbit Upload im Minimum. Das ist ja nur 34.000 auseinander, die ersten beiden im Moment. Mhm. Warum hat Digital jetzt noch eine Zeit gesetzt? Ja, weil seine Box gefahren wird. Ach, wenn das ist, das haben sie wirklich geschafft. Nein. Oh, jetzt kommt's. Da fahren sie. 16-7 von Dings hier, von der Corvette hätte ich aber nicht gedacht. Mhm. Das sah insgesamt ein bisschen unrund aus. Das ist jetzt die dritte Team Alpha, ne? Mein Gott. Die uns in der Nordschleife gejagt haben. Ja. Ich glaube, ich muss niesen. Wo ist mein Mute-Button? Das könnte dann jetzt auch die erste Zeit werden, damit wir wissen, in welche Richtung das geht. Aber wie der Porsche da fast voll durchkommt. Oh, ein Porsche, oh je. Du, ich mal mit dir, oder was? Ja. Ah, die haben keine Top-Speed, haha. Ja. Aber dafür haben die halt Aero. Ja gut, aber Aero bringt dir nichts, wenn man gut in der Kurve verteidigen kann. Ich hab's gestern dann den Porsche hinter mir gemerkt. Das bringt aber wiederum nichts, wenn du im Shootout bist. Nee, das nicht. Also ich erwarte eine 16. Ich hoffe nur nicht, dass das 16 tief wird. Vielleicht Bergkampf. Ich hatte so das Gefühl, dass er vorne übersteuert. Untersteuert. Vorne übersteuert, ja. Ah, der Ausgang. Ah. Das wird jetzt entspannt. Mhm. Die Hälfte ist, dass das vergisst, was man sagen würde. Der hat aber
kann der spät bremsen. Lieber ein Scholli, ja. Jetzt so ein Dreher, Herr Bastard. Auch noch mal korrigieren. Okay. Ja. Nicht unmöglich, aber da muss die Runde sitzen. Was ist das denn für ein Auto? Vom Bayro? So was für ein Auto im Schub? Achso. Ja, sieht man so selten. Was? Ja, die fahren aber gar nicht Spaß, sondern Oschers Leben. Wir führen jetzt fürs nächste Rennen die Regel ein. Wer qualifiziert, darf Shootout nicht fahren. Was? Wäre lustig. Wer qualifiziert, darf nicht Shootout. Ja. Hätte echt was. Ich lach das mal mit Forum vor. Da kriegst du aber so einen Einlauf. Wieso? Also ich finde, also... Wieso Hasi? Hä? Wieso Hasi? Meine Unterstützung hätten sie dafür. BMW fährt in Oschers Leben. Das hat jetzt Michael auch nochmal gefragt im Chat. Ob die editierbar ist? Wir wollten lieber Oschers Leben fahren. 24 Stunden. Boah. Oh, oh. Ich weiß ja nicht. Mit dem Reifen. Geil. Ich nominiere Michael Ernst zum Fahren. Irgendwie sieht das total träge aus, wie der BMW da durchfährt. Das ist ja auch eine Badewanne. Er fährt halt echt sehr unaufgeregt. Was? Deine Nominierung sagt ab. Ich weiß. Aber jetzt alles nur Show. So. Und ich liebe ja auch das Leben. Und? Da ist mein Lenkrad kaputt. Oh, wo ist er denn? 17,7. Oh. Wer ist jetzt draußen? Fünfter. Nächster Audi. Audi. Mal wieder ein bisschen mehr Sound. Der hat eine gelbe Motorhaube. Black Mamba. Bleibt in 5. Oh! Sorry! Ui! Okay, jetzt kann ich reden. Rouge war echt nicht gut. Und das kann durchaus mal eine ganze Runde schon kaputt machen. Und. Ja. Dann könnt ihr mal eben zählen, wie viele jetzt noch vor uns sind und dass ihr da was verpasst. Steht da nachher so 198 kann fahren. Max sucht das Auto, was gerade fährt. 8, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 noch. Weil ich will dann gleich wieder in den VR-TS gehen. Okay. Ja. Weil sonst verrate ich euch ja schon wieder, wenn ich irgendeine Kurve verkackt habe. Speichern, schließen. So, der Platzhalter ist markiert. Jetzt muss Max nur noch fahren. Also erstes Ziel ist definitiv, bester Audi zu werden. Mit dem offiziellen Stream sagt Guido kurz danach auf jeden Fall. Passt jetzt so gut. Ach, Guido auch noch.
Mhm. Dem wir quasi das GT3-Ticket zu verdanken haben. War doch so, ne? Oder nicht? Durcheinander ich sein? Ja. Vielleicht, vielleicht auch nicht. 17-4. Sorry. Oh. Wie wirst du gespoilert am laufenden Band, ey? Das kann doch nicht sein. So, die, die jetzt kommen, die haben richtig viel trainiert. Server, Phoenix-Server. Und ich glaube, die hatten auch eine sehr tiefe 16. Wer ist denn das? VRL. Customer. Jo, das sah jetzt erstmal nicht gut aus. Wie spät du einfach bist, ey, da muss ich ja echt zusammenwachsen. Und danach kommt Get Q. 2. Get Dann wird's Q. richtig spannend. Wow. Und gerade wo der Porsche auf der Geraden so schwach ist, dann noch T1 nicht erwischen. Kann auch später das bremsen. Zeit aufgestellt. Ja, da hat aber auch der eine gekommen, glaube ich. Ja, genau, das wollte ich auch sagen. Da kann er nicht mal die Stärken des Porsches ausspielen. Wenn ich tippen müsste, gibt das auch keine 16. Was? So die Frage. Wie? So eine optimale Runde war das nicht. Das ist doch besser, wenn man quer Richtung Booster bremst, ne? Weil dann kannst du später bremsen. Gut möglich. Was kommt jetzt für eine Zeit? Oh, 17,5. So, angeschnallt, jetzt kommt Get Q, jetzt gibt's die Zeit. Get Q. Aber da zwei Team, ne? Ja, aber die sind. Je nachdem, was die zweiten jetzt fahren, sind die ersten noch schneller. Erstmal. Aha. Bei Brüssel frage ich mich, ob man. Ja, wahrscheinlich kann man da durchfahren, wenn nicht gefahren ist. Die alternative Linie. Als Nicht-Porsche-Kenner würde ich sagen, der hat den einen oder anderen Scheitel auch nicht erwischt. Bisher. Mhm.
Ui. Okay. Ui. Ja. Drei. Nur eine 17-2 war drin. Ja gut, das war auch nochmal ein guter Fehler am Ende. Ja. Das ist jetzt das 4, ne? Ja, das ist ein Auto, was man echt lange her noch, dass man sowas mal gesehen hat. Mhm. Haben die mittlerweile Licht an? Also, das kann ich nicht nachgucken. Ach ja. Nee, haben sie nicht. Haben sie nicht? Nee. Nice. Ich glaube, wenn die gleich durch sind, verziehe ich mich schon mal, aber ich bleibe mit dem Bild natürlich auf den Autos drauf. Mhm. Also gerecht wäre es jetzt nur eine Strafe zu geben. Also. Ich glaube, ich strafe sie gerade selber. Die hat auch jetzt schon den Ton gemutet. Quatschen wir zu viel? Nee, kann sein, dass ich zu viel spoiler. Wird auch keine 16. Die VRL-Performance zu verschwenden. Aber ich verziehe mich jetzt schon mal. Man hört sich so in 10 Minuten. Viertelstunde. Bis gleich. Ja. So, dann kann ich ja schon mal ein bisschen labern. Ohne, dass ich sofort raus bin. Schori hat gerade. Ja, komm noch. User joined your channel. Hallo. Oh, ich muss euch muten. Hallo. Sound muted. Microphone activated. Microphone so. Muted. Stimmt, Power 11 fährt jetzt. Dann fährt Sunshine. Dann kommt Prime, glaube ich. Dann kommen wir und dann kommt Big 2. Das habe ich leider nicht gerade auf den Anfang der Runde geachtet. Weil die waren hier auch zügig unterwegs. Aber jetzt kann ich auch sagen, schnellste Bestzeit auf dem Trainingsserver von mir war eine 16.1. Vorhin bin ich 16.3 konstant gefahren. Da ist noch ein bisschen was drin. Nehmen, das war nicht perfekt. Aber ich sollte jetzt mal langsam in meine Fokusphase reingehen. Und zu weit außen. Ich lasse das jetzt mal so offen, damit man halt so ein bisschen durchgucken. Ich muss so ein bisschen den Chat halten, nicht, dass man sich da irgendwie vertut.
Nur 2:17:08. Markenkollege, die Spannung steigt. Übrigens der letzte, den wir uns jetzt komplett angucken können, weil den nächsten sehen wir leider nicht mehr komplett, weil da bin ich ja gleich selber schon auf der Strecke. Das war nicht perfekt von den Sunshines. Aber ich bin erstmal jetzt ein bisschen ruhiger. Das ist extrem hohes Niveau. Man muss die Runde auch erstmal in einem Versuch treffen. Bringt ja nichts, wenn ich die gleich selber nicht packe. Oh, weit. Von fällt man genau perfekt, wenn man den ersten Curb so ganz leicht klippt. Hier genauso. Hier nehme ich immer, also ich habe das Gefühl, ich nehme relativ viel Randsteine mit im Vergleich zu allen anderen. Spritmenge ist angepasst. Gerne kontrollieren wir das. 11 Liter. Achso, ich sollte nicht mal 11 Liter. Ja. Okay. Hier bist du erstmal ohne Sound, ne? Ohne Sound? Oder, ja. Wobei braucht jetzt auch nicht mehr. Klar, aber jetzt sind wir außer von der Katzen. Ja. Wie erfolgt denn kann Licht? Licht an. Check. Wie erfolgt auch von Erdi? Merci beaucoup.
Nice. Zweite Start rein. Sehr gut. Aber so knapp in der Platz 2. Scheiße. Ja. Ja. Richtig, richtig gut. Zweite Startreihe ist mega. Schauen, was Big Q noch macht. Ob wir die Vorjahresplatzierung wiederholen. Aber wir sind bester Audi. Nick, du lässt mich mal gemutet. Also so, dass du mich nicht hörst, weil ich sehe ja gleich, was Big Q macht. Okay, dann mache ich mich hier mal stumm. Nur ich sehe halt nicht, was die machen, aber ich werde mich freuen, wenn wir noch vor denen kommen würden. Mhm. Da musst du dich aber leise freuen. Ich bin ja im Zimmer nebenan. Ja, die einzige Kurve, Busstopp, war ich ein bisschen zu früh am auf der Bremse. Tatsächlich konservativer gefahren als auf Risiko. Aber wie versprochen, die 16 geschafft. Schauen wir, was der letzte macht, ob wir jetzt von Platz 3 oder 4 losfahren. Unterm Strich egal, zweite Startreihe. So. Wo ist GetQ? Wahrscheinlich wird es Platz 4, weil dafür war meine Zeit auch insgesamt noch ein bisschen. Danke, Leon. Ja, die sind Busstopp. Jetzt gucken wir mal, was sie machen. Gelbe Flagge. Ja, toll! Mist! Mist, 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 Mist! Ein Zehntel schneller und das wäre erste Startreihe gewesen. Scheiße! So knapp. So, P4. Ja, mit einer Zehntelrückstand auf der ersten Startreihe. Ja, gut. No. Ja, ja. Ja. Läuft. Ja. Komm mal rüber. Ja. Andere wollen dir auch gratulieren. Sound resumed. Sound muted. Ja. Da ist der Mann. Ja. Ja. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, Glückwunsch. Dankeschön. Aber das eine Zehntel. Das liegt in der Busstopp. Genau da, ich hab zu früh gebremst. No. Ja, aber besser so als. Drüber hin, ja. Ob. Ja, gut. Ja. Weiß. Aber ist okay, ich freue mich. Auch wenn es nicht so rüberkommt. Ich freue mich wirklich. Das ist sehr schön. Das ist auch eine Wahnsinnsleistung. So, möge Hendrik morgen die erste Startreihe abräumen. Ja. Nicht zu spät kommen. Ja, komm. Nick, ich hab zu dir gesagt, wenn es Top 5 wird, ist top. Das ist geworden. Wir sind locker bester Audi. Na, auch wenn ich den Zehntel gerne gehabt hätte. Wenn das wenigstens so weg gewesen wäre, aber ich weiß ja, wo es liegt. User joined naja. Your channel. Ey, voll die krasse Nummer. Voll die krasse Nummer. Und der fünfte nur eine Runde. Was ist das für heute? Wer hat nur eine Runde? Die 105 Prime E Racing.
Ja. Juhu, es ist geschafft. Achso, wahrscheinlich. Hat er sich vielleicht zurückgesetzt? Waffe! Yo! Als ich nämlich meine Runde angefangen habe im ersten Sektor, war gelbe Flagge die ganze Zeit. Das wäre. Deswegen wird die Runde wohl gestrichen werden, Max. Deswegen haben wir die Paul nicht. Eben, ich habe gelupft. Nein. Na. Ist okay. Schönes Ergebnis. Ja. Ist auch ein ziemlich starkes Feld von daher. P4 ist schon nice. Echt so nice. Bester Audi. Das wäre schon geil gewesen, mit denjenigen in der ersten Startreihe zu stehen, mit denen wir uns auf den Nordschleife auch so gebettelt haben. Was haben die jetzt gerade im Stream erzählt? Hab ich nicht mehr zugehört. Ich glaube, es ging zwischenzeitlich um einen in der Feuer 2 GT, der schon nach deren Qualifying runtergegangen ist vom Server. Ah, okay, da unten ist auch... Ja, weil ich habe gerade geguckt und dachte so, hä? Prime E-Racing, Cousin Vector, die sind halt auch bei uns oben da drin. Nur irgendwie war die Reihenfolge ganz verkehrt. Mhm. Aber das passt ja. So. Sehr schön. Freut mich. Wann kommt denn der Trainingsserver? Welcher Trainingsserver? Sound muted. So, Friends. Platz 4. Mir ein bisschen zu knapp an Platz 2 vorbei. Wenn man so ein kleiner Perfektionist ist, hätte ich das gerne noch geholt. Ich weiß, dass es in dieser letzten Busstop liegt. Platz 1 war nicht erreichbar mit meiner Runde. Dafür bin ich ein bisschen zu konservativ gefahren. Ich hatte hier und da... Lecomte war okay. Brüssel auch. Ich glaube, ich war ein bisschen in Nameless zu vorsichtig. Und dann vor allem in Puchon ein bisschen zu spät am Gas. Und aus Staffelo raus auch ein bisschen zu spät. Und dann halt Busstop. Busstop hat vielleicht genau den Zehntel gekostet. Bremse ich da 5 Meter später, dann komme ich besser in den Scheitel, kann da reindeifen. Aber gut, Platz 4. Gute Leistung, worauf man aufbauen kann. Und dann geht das morgen weiter. Heiterbu. Weiß ich gar nicht. Wird nicht hier auf Twitch durchgängig streamen. Hendrik wird morgen auf YouTube anfangen. Nick auf Twitch. Tobi in der Nacht. Auch wieder auf YouTube. Also eigentlich immer im Wechsel. Ich bin dann Sonntagmorgen um 3 Uhr dran. Bis viel nach 6, glaube ich. Und am Sonntag dann die letzten 3 Stunden. Und von daher machen wir jetzt hier die Klappe zu. Ich gehe mit den anderen noch ein bisschen feiern. Also feiern relativ. Also schon sich freuen. So. Und bis dann die Tage.